sieht man, wie weitsichtig Herbert Scheibner bereits 1997 auch im Hinblick auf den Euro war. Die heutige Diskussion zeigt, dass die Handlungsunfähigkeit in der österreichischen Innenpolitik zum Prinzip erhoben worden ist. Die Devise der Regierungsbank lautet reagieren statt agieren, und sie taumeln, sehr geehrte Damen und Herren von der österreichischen Bundesregierung, von einer Krise in die nächste. Das, was dabei aber verloren geht, ist der Glaube der Menschen an die Institutionen. Gerade in einer Situation der Krise, wie wir sie seit 2008 hier in Österreich erleben, ist es notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger noch einen Restglauben an die Politik haben. So wie Sie sich anstellen, sehr geehrte Damen und Herren von der österreichischen Bundesregierung, wird dieser Restglaube auch noch untergraben. Und das ist für das Ansehen der Politik mehr als abträglich. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie verscherbeln heute 250 Millionen Euro an Zypern, und zeitgleich titelt die Tageszeitung Kurier gesucht frisches Geld für die Pflege. Allein in den Jahren 2005 bis 2013 ist der Bedarf in der Pflege um 180 Millionen Euro gestiegen. Sie wissen nicht, sehr geehrte Damen und Herren von Rot und Schwarz, wie Sie die Pflege qualitativ hochwertig in diesem Land sichern sollen. Und daher ist es nicht populistisch, wie ein Herr Abgeordneter stummvoll meint, wenn ich heute hier sage, bevor wir 250 Millionen Euro im zypriotischen Sumpf und im Sumpf der EU-Banken versenken, sollten wir diese 250 Millionen Euro doch dafür hernehmen, dass wir das Pflegechaos in Österreich nach 2008 endlich erstmals nachhaltig auch sichern, sehr geehrte Damen und Herren. Das hat nichts mit Populismus zu tun. Das hat mit Verantwortungsbewusstsein und mit logischem Hausverstand gegenüber den Problemen der Österreicherinnen und Österreicher zu tun. Und ich sage daher, dass es notwendig ist, dass wir dieses hart erarbeitete Steuergeld der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der kleinen und mittelständischen Wirtschaft, hier in diesem Land zur Besänftigung und zur Bewältigung unserer eigenen Probleme brauchen, bevor wir sie in den Schuldenturm, in den Spekulationsturm, vulgo Griechenland, vulgo Zypern und in Zukunft folgt Portugal und Italien verschieben und dann schlussendlich mitten selbst drinnen in dieser Pleite sind. Das ist keine verantwortungsvolle Politik, wie wir sie uns wünschen, und daher lehnen wir auch die heutige Zypernhilfe ab.